Folge Germanist, heute aus Berlin-Kreuzberg. Ich bin verabredet mit Miss Platinum und wir haben heute einen sehr sportlichen Tag vor uns. Durch Balkan Beats wurde sie berühmt. Spätestens seit dem Hit Lila Wolken gilt sie als eine der Soul-Stimmen Deutschlands. Die Deutsch-Rumänin empfängt mich in ihrem Kreuzberger Lieblingscafé nahe des Mahr-Heinecke-Platzes. Hallo! Hallo, Ruth! Hallo, Claire! Du hast schon was bestellt? Ja. Ich leg mich erstmal ab. Chapter One, bist du hier oft? Oder warum, ja. Warum hast du mich direkt hierhin eingeladen? Ja, ich bin auf jeden Fall sehr oft hier und ich finde, hier gibt es einfach den allerbesten Kaffee. Ich hätte gerne einen Brühkaffee. Boah, was machst denn du da jetzt? Das ist mega, oder? Wow! Der Gagamehl vor den Schlümpfen, der hat auch sowas. Voll geil. So, Ruth, was machen wir denn jetzt ganz genau? Ich habe mich extra in Sportkleidung geworfen. Das hast du sehr gut gesagt. Hast. Wir machen jetzt ein kleines Outdoor-Workout mit meiner Trainerin Alex. Hey, hi, Girls! Hey, nice to see you. Nice to see you. Hi. So, ja, hast du Bock jetzt? Ja, wir gehen raus, ne? Genau. Wir machen so ein Outside-Partner-Workout. Können wir heimlich das Croissant noch mitnehmen? Nein. Nicht? Nein, hier bleiben. Ah ja. Tschüss. Tschüssi. Studien besagen, Outdoor-Sport macht bessere Laune. Ein perfekter Ort, um diesen zu betreiben, ist der Körnerpark in Neukölln. Smash Ball ist so. Come on, smash it. Pick it up, as fast as you can. And down. Come on, faster. Yeah, nice work. Thank you so much. Und Claire? Oh, Alter, ich glaube, ich spüre jetzt schon was. Wie oft machst du das die Woche? Ich versuche schon so zweimal. Weil das einfach so ein Allround-Training ist. Du hast halt einfach so eine richtig gute Stabilität. Ja. So. Ja. Du meintest ja auch, du hast Probleme mit dem Rücken. Und du fühlst dich einfach so richtig so voller Kraft. Hilft dir das Gefühl auch für beispielsweise auf der Bühne? Auf jeden Fall. Na klar, da muss man ja auch immer sehr präsent sein. Du musst ja auch bestimmte Dinge einfach so repräsentieren, aber auch manche Sachen an dir abprallen lassen, wenn irgendwas Blödes auf der Bühne passiert. Mhm. So, und das hilft dabei. Also wenn wir jetzt so schön drin sind, so viel Power generiert haben, lassen wir das jetzt alles mal raus und machen ein Auto kaputt. Wir machen ein Auto kaputt? Ja. Ich fühle mich jetzt auch so kräftig, als dass ich das bestimmt gut hinkriege. Glaub mir, du wirst es anwenden können. Okay, gut. Gelernt, das werde ich jetzt umsetzen. Genau. Deine Ursprünge liegen in Rumänien. Genau. Und du bist dann in deiner Kindheit nach Berlin gekommen. Genau, ja. Was war das Erste, was dir in Berlin aufgefallen ist? Gab es irgendwas, was so dich irritiert hat? Für mich hat Berlin so geleuchtet. Also es war ja auch noch Frühling und Rumänien war damals wirklich sehr grau. Und dann hierher zu kommen war so, ich glaube, ich bin im Paradies. Ist es dir in Berlin manchmal zu viel mit den vielen Menschen, dass so viel los ist, dass es so viel Angebot gibt, dass man so ein bisschen rastlos vielleicht auch ist? Ja, das mit dem Angebot finde ich eigentlich eher gut. Was mich manchmal nervt, ist so dieses Konkurrenzdenken. Das gibt es ja auch einfach in meiner Branche. So, hey, was machst du gerade? Dann kommt ein neues Album und so, wo ich manchmal denke, klar, das ist das, was mich ausmacht, das, was mich definiert, aber nicht nur. Ich will nicht nur darauf reduziert werden. Hm. Ich kann auch Autos kaputt machen. Zum Autozertrümmer müssen wir ein bisschen rausfahren. Und zwar geht's ins schöne Biesental in Brandenburg. Ich bin der Jürgen. Claire, hi. Hallo, Ruth. Wir wollten ein Auto zertrümmern. Genau. Ja. Dann gebe ich euch schon mal eure Werkzeuge. Das ist bestimmt nicht so leicht, oder? Nein. So. Kommen da oft Menschen, die ein Auto kaputt machen wollen? Eigentlich wöchentlich. Wöchentlich? Meistens Frauen. Was sind so die, was sagen die dann so? Was ist so der Grund? Das ist Abbau. Echt jetzt? Ja, ehrlich jetzt. Und meistens sind es Frauen, die da kommen. Ja, genau. Was macht am meisten Spaß? Scheinwerfer kaputt machen? Ich glaube, das geht einfach. Ja, eigentlich nur euch zuzugucken. So als kurze Einweisung. Also erstmal alles, was ihr macht, ist auf Eigenverantwortung. Wenn ihr euch verletzt. So, falls ich sterbe, ne? Hier unterschreibe ich, dass ich selbst schuld bin. Ich weiß, wo dein Auto steht, wo. Ich weiß, wo dein Auto steht, wo. Ich weiß, wo dein Auto steht, wo. Ich weiß, wo dein Auto steht.
Aber machst du nicht öfters auch Sachen kaputt? Ich habe gesehen in einem deiner letzten Musikvideos. Ach, eine Champagner-Pyramide. Ja, das sah auch richtig geil aus. Ja. Also das, was wir jetzt hier gemacht haben, wird besser aussehen. Das muss ein One-Take sein, weil so eine Pyramide baut man ja nicht fünfmal auf und alle so, schaffst du das? So, ey, was glaubt ihr, mit wem ich es hier zu tun habe? Und was machst du normalerweise, wenn du, also ich habe jetzt auch viel Aggressionen mit dir hingenommen. Echt? Ja, ja. Was machst du normalerweise, um Aggressionen abzubauen? Also eigentlich alles, was wir heute machen. Also immer eine Balance, ne? Immer erstmal raufhauen und dann wieder runterkommen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt auch wieder runterkommen? Ja. Und was machen wir dann? Ein bisschen Beauty. Oh, ein bisschen Beauty. Was Mädchen halt so machen, nach dem Auto kaputt machen. Das passt doch. Dann lass los Beauty machen. Miss Platinum und ich gönnen uns ein After-Auto-Zertrümmern-Treatment, bestehend aus einer professionellen Maniküre und einer Kopfmassage. Mein Tag mit Miss Platinum begann mit dem besten Kaffee Kreuzbergs. Unsere Muskeln wurden gestählert bei einem Personal Training im Körnerpark. Wir haben sogenanntes Car Vandalizing in Brandenburg betrieben und uns danach ein bisschen Beauty gegönnt. Tschüss! Ah, ich fühle mich gut. Ich auch. Vielen Dank dafür. Also, Ruth, wollen wir deine wunderschönen neuen Nägel denn jetzt wirklich ausführen? Auf jeden Fall. Gut, aber das machen wir beiden jetzt alleine. Und ich würde sagen euch tschüss, gute Nacht, vielen Dank fürs Zuschauen.